Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge X4 Foundations mit dem Split Vendetta DLC und mit einer Mod, die eigentlich so nicht funktionieren sollte. Und zwar ist das VRO, also eine Mod namens Variant and Rebalance Overhaul und die Rarity and Rebalance Overhaul Item Pack. Eigentlich sollte die erst nach einem Neustart des Spiels funktionieren. Also diese Packs nicht. Man sieht ja, dass hier die Schiffe, die Nemesis zum Beispiel, hat ein anderes Aussehen vom Icon her. Und auch meine Magnetas haben ein anderes Aussehen. Und auch teilweise einige Stationen sollten, glaube ich, auch ein anderes Icon haben. Naja, hauptsächlich nur die Schiffe. Ja. Was tut die Rebalance-Mod überhaupt alles? Sie setzt neue... Ich habe mir auch eine Cerberus-Verteidiger gekauft noch nebenbei. Hallo. Sie setzt viele Waffen, werden nicht mehr unterteilt in MK1 und MK2, sondern halt in andere Waffensysteme. Wie zum Beispiel, vorher war es ja die... Ja, wir haben hier einen Fusionsblaster, den gab es als MK1 und MK2, die gibt es jetzt nur noch als eine, ja. Und da gibt es noch den Fusion Repeater, gibt es noch die Cyclone Beamer, also es wurden hier neue Waffen hinzugefügt, auch dementsprechend einige verändert. Außer die Raketenwerfer, die gibt es als MK1 und MK2 noch. Ansonsten dasselbe auch mit den Geschütztürmen. Materie, Antimaterie, Turret, Plasma Turret, Scatter, Hunter Turret, Cyclone Turret. Da gibt es halt schon neue Sachen. Ich habe mir halt die Cerberus ausgerüstet, komplett mit Plasmatürmen. Software hat sich dort nichts getan. Von den Verbrauchsgütern hat sich, glaube ich, auch nichts getan. Crew sowieso nicht. Es gab dann auch in den Logfiles. Gibt es hier bei den Antrieben, wurde da das Ganze ein bisschen angepasst. Die Rumpfhüllen, Schilde wurden etwas verstärkt. Schilde haben keinen Delay mehr. Das heißt, bis die Schilde sich aufladen. Wir probieren es mal. So. Ah, hier haben sie noch ein Delay. Oder ich verwechsel das mit den, ja, ich kann jedenfalls länger sprinten, also die Schilde. Ich kann, ja, definitiv länger boosten, weil vorher war, innerhalb von 5 Sekunden waren die Schilde weg gewesen. Und ja, dann wurden halt viele Anpassungen noch durchgeführt bei den KIs. Also das heißt, die Xenos sind leider stärker geworden. Es wundert mich, dass überhaupt diese Mod funktioniert, denn eigentlich funktioniert sie nur, wenn man ein neues Spiel startet. Also mit einem Vanilla-Safe-Game soll das nicht funktionieren. Okay, es funktioniert. Aber ich denke mal, dass manche Sachen nicht so richtig funktionieren. Also wäre durchaus denkbar. Dann soll sich dort noch was getan haben mit den Schiffswerften. Dass dort einige Schiffe, nur mit hier ein Zyklop-Schlachtschiff. Ja, es ist für mich kein Schlachtschiff. Es ist einfach, ja gut, okay, Hülle 700.000. Also da hat sich einiges geändert. Die Mammut hat 186.000. Die hatte, glaube ich, vorher nur ja, ein bisschen weniger gehabt. Also man sieht es auch hier mit den Schilden. Sie sind relativ stärker. Die Radarreichweite wurden erhöht. Vorher waren es, glaube ich, Standard gewesen. 40 Kilometer, jetzt sind es 80 Kilometer. Das können wir, glaube ich, dort hinten mal sehen. Na, also es ist deutlich mehr als vorher, weil vorher war, glaube ich, nur 40 Kilometer gewesen oder 20. Ich weiß jetzt nicht so richtig genau. Und es wurde halt deutlich erhöht. So, dann kehren wir wieder zurück zur Schiffswerft. Ja, okay, ich brauche länger, bis die Schilde aufgeladen sind bei dem Boost. Hier ein Schlachtschiff, ein Zyklop, würde ich jetzt halt dieses Schiff nicht gerade als Schlachtschiff bezeichnen.
Ich weiß nicht, das sind die Cerberus würde ich eher holen als Schlachtschiff. Anstatt ein Zyklop. Aber die kostet 48 Millionen. Wow. Ja gut, okay, sie hat auch einige Waffenbänke mehr, wie es aussieht. Größe L. Hier eine Centaur ist noch hinzugekommen. Wer kennt noch die Centaur? Natürlich aus X3. Hätte ich das gewusst, hätte ich die sollten vorher kaufen, weil die kostet 21 Millionen Credits. Ich denke mal, die werde ich definitiv holen, die Centaur. Respekt. Okay, die werde ich definitiv holen für 21 Millionen Credits. Ich habe 11 Millionen, okay. Also dort hat sich hier bei diesem Schiff, wenn, dann würde ich eher... Ja. Der hat bei der Antriebskomponenten hat der eine Waffe hinten drauf. Ah ja, da ist sie. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Steuerdüsen. Oh, ein Zick. ESA. Materie, Antimateriewerfer. Also, ja. Software, okay. Dann auch mit den Frachträumen hat sich ein bisschen was geändert. Aber auf jeden Fall, die Centaur ist das nächste Schiff, was ich mir hole. Die hat 6 Waffen, also hallo. Muss sein. Dann schauen wir mal, wir haben ja gesagt, Größe L. Ansonsten hat sich dort nichts Großartiges getan. Die Venus ist noch alles so, wie es sein soll. Dann bei den kleinen Schiffswerften sind, glaube ich, auch noch was dazugekommen. Nova könnte ich kaufen. Ne, da ist nichts mehr dazu gekommen. Die Sunda auch nichts. Hier ist, glaube ich, auch nichts dazu gekommen. Also hier, die Fregatte kann ich nicht kaufen. Ich kann sie halt nur erstmal bei den Antigone kaufen. Teladi Schiffswerft. Mal schauen, was dort hinzugekommen ist. Da ist nichts. Eine Sperber. Ja gut, okay, das ist, ja. Seeschwalbe, Transporter, die Komoran. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch schon von Anfang an dabei ist. Warte mal, wir schauen mal hier bei denen. Hier kann ich es ja eher kaufen. Größe M, Sperber, Kanonenschiff. Ah, okay. Geier, Adler, Seeschwalbe... Ne, hier ist nichts dazu gekommen. Größe L. Pelikan. Neuntöter. Oh, ja, die Neuntöter, die kenne ich auch noch zu gut. Aber irgendwie finde ich das Layout der Teladis irgendwie ganz cool. Oh, was ist das da? Die Beam Away, die kann ich holen. Oh, okay. Ja, die Anordnung der Waffen der Teladi sind irgendwie ein bisschen ganz komisch. Die neuen Töter hatte ich immer noch ganz anders da im Kopf. Sturmvogel. Ja. Gibt es noch hinzu. Ansonsten kann ich hier nichts weiteres bauen. Hier ist mein Discover-Angreifer. Hier sind meine Honigfresser sind noch hier am Start. Hier habe ich noch einen Honigfresser. Hier habe ich einen Honigfresser. Ich habe hier noch irgendwo noch ein Schiff hingebracht. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Denn ich habe nämlich noch eine Magneta noch dort hinten hingeschickt. Aber ich glaube... Nö. Naja, gut. So, dann würde ich sagen... Handel mit. Gut, weil eigentlich wollte ich ja die... die Mod hier eigentlich separat aufführen. Mit einem separaten Spielstand, aber wenn es jetzt so geht, okay. So, und was mir aufgefallen ist, ich habe ja meine Aufklärer ein bisschen noch weiter weggeschickt, denn hier ist so ein... Oleg, oh, hier ist so ein Sprungtor. Dort hinten ist nur ein Sprungtor aufgetaucht. Also es sind noch ein paar Sprungtore, die ich noch gefunden habe oder meine Aufklärer gefunden haben. Es sind jetzt ja nicht viele, aber 2 Stück.
Bei dem bin ich mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher, wo das mich noch hingeführt hat. Aber dort hinten bei Türkise See ist noch halt noch eins dazugekommen, das werden wir uns begutachten. Entschuldigung. Jetzt weiß ich schon mal nicht, wenn ich angefangen habe, die Folge aufzunehmen. Ich muss mal öfters auf die Uhr schauen. Ansonsten habe ich hier noch einen Aufklärer unterwegs. Und hier oben, dass die hier ein bisschen unterwegs sind. Aber ansonsten, ja, ich habe auch noch ein paar, sage ich mal, Stationsmodule gekauft für eine Station aufzubauen. Also das wollte ich wahrscheinlich die nächste, also in der nächsten Folge angehen. Aber ich habe auch gesagt, dass ich noch den kleinen Brone-Plot noch machen werde. Ich weiß noch nicht. Wahrscheinlich vielleicht offscreen, mal schauen. Ansonsten vielleicht noch so ein bisschen nebenbei. Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Die Xenons haben natürlich auch ein neues Schiff noch dazu bekommen. Und zwar... E-Hammer, Verteidiger. Erreiche System, die Leere. Interaktor. Die Xenons haben eigentlich noch ein neues Schiff bekommen. Ein V haben sie hinzubekommen. Soll der Kategorie, das muss ich überlegen, Schlachtschiff zählen. Also wieder etwas, was die Xenons wieder stärker macht. Die Reichweite der Waffen, die haben sich erhöht, genau. Bei S-Schiffen auf bis zu 5 Kilometer, bei M-Schiffen bis zu 10 Kilometer und bei den großen Schiffen bei LXL auf 20 Kilometer. Also es ist schon enorm. Aber ich weiß nicht, ob das hier schon mit dazu zählt, weil eigentlich sollte die Mod ja hier nicht funktionieren bei diesem Spielstand, aber ich habe nur gesehen, oh, die WHO 2.0 ist aktiv oder wurde installiert und dachte ich mir, alles klar, sollte eigentlich so nicht sein, aber was soll's. So, wir fliegen erstmal runter, schauen wir mal, was das hier für ein Sektor ist, weil ich bin mal nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich den kenne. Ansonsten müsste ich dann einen Aufklärer, mache ich gerade noch parallel noch einen Aufklärer hinzu, wenn ich irgendwo einen habe. Ja, komm, wir nehmen dich hier mal mit. Hier erkunden. So. Bist du unterwegs? Ja, bist du unterwegs. Ja, mit der Xenon-Schiffswerft, ja, da bin ich noch etwas überfragt. Weil hier sind die schon dabei, die Verteidigungsstation anzugreifen. Bin da echt gespannt. Erreiche System, einer Blick. Also die Mod wurde eher erstellt, für das Spiel noch schwieriger zu gestalten, als es schon in Vanilla ist. Also alleine schon durch die Reichweite der Waffen und auch, dass die... dass auch die Waffen dementsprechend tödlicher sind. Ja, mal schauen. Ich kann es jetzt noch nicht so großartig testen, da muss ich gleich noch ein Schiff holen, wo ich das eventuell testen kann. Tronios, Mineralien, Verteidiger. Ja, ich kann das noch nicht so testen. Ja, 5 Kilometer waren es hier jetzt da gewesen. Pi mal Daumen. Wiedergutmachung des Kardinals. Erreiche System. Wiedergutmachung des Kardinals. So. Sprungtor. Andauernde Rachsucht. Andauernde Rachsucht. Okay, das sagt mir jetzt ja nichts. Bin mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher.
Aber ich bin jedenfalls froh, dass ich mal mit einem. Oh ne. Autopilot ausgeschaltet. Ich bin jedenfalls froh, dass ich jetzt mit einer Cerberus unterwegs bin. Aber wie gesagt, eine Centaur hole ich mir sowieso. Nur, ich muss ein bisschen Geld noch zusammengrasen. Mal schauen, wie die Zentau sich verhält. Also ich denke mal, gegen eine P habe ich dann ein einfaches Spiel dann. Die wird mich dann nicht mehr so schnell klein hacken. Auch hier die Reichweite hat sich erhöht auf 20 Kilometer. Ah. Lutos, Mineralien, Ja, Verteidiger. 5 Kilometer. Sprungtor, andauernde Rachsucht. Also S und M haben, glaube ich, 5 Kilometer oder M haben 5 Kilometer. S-Schiffe haben Standard L 10. Ich weiß es. Erreiche System, andauernde Rachsucht. Oh ja, hier sind einige. Okay, aber andauernd auch so kenne ich. Aber hier sind einige Fabriken, wie man hier sieht. Ja, andauernd auch so kenne ich. Yep, 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 yep. Oh, wei, 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 wei. Also hier. Ups. Hier ist eine Station, die wird schon ange. Oh. Irgendwie buckelt das hier jetzt auch so komisch. Das sind viele Stationen außerhalb des Radius hier. Sind sehr, sehr viele Stationen außerhalb des Radius. Oh, hier ist noch Station, Station. Okay, jetzt hat sich die Karte hier aktualisiert mit der Reichweite. Ah, jetzt nicht mehr. Komisch. Ja gut, hier der Aufklärer ist unterwegs, der scannt jetzt da hier schön alles. Aber ich denke mal, hier ein weiteres Tor wird es hier wahrscheinlich nicht geben, außer dort hinten das eine, wo wir durchgekommen sind. Sieht mal nicht danach aus. So, okay, gut, dann fliegen wir zur Türkisen See. Wir aktivieren mal den Eingeschaltet. Autopiloten und lassen mal den Aufklärer hier in den Rest hier erkunden. Wir schicken mal hier den nächsten, schicken wir mal weg zu verkaufen. Das Problem ist halt, ich muss das noch alles manuell machen, weil meine Piloten sind einfach noch strunzdumm. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt leveln, keine Ahnung. Aber die haben immer noch. Ja. Ich brauche hier 3 Sterne. Ob sich dort überhaupt was tut, keine Ahnung. Erreiche System, Wiedergutmachung des Kardinals. Weil früher war es ja so gewesen, Autopilot ausgeschaltet. sobald die, ja, sag ich mal, handeln, leveln sie automatisch immer ein bisschen auf, aber hier irgendwie wiederum nicht. Das ist mir schon vor einigen Stunden ist mir schon aufgefallen, wie ich Vanilla noch ja, Offscreen gespielt habe, hat sich dort nichts getan bei den Schiffen. Ganz komisch, ganz kurios.
Naja, so bald kann ich mir die Zentaur leisten. Da wird die Cerberus, werde ich wahrscheinlich als, ja, als Unterstützungsschiff eventuell nutzen, irgendwo in einem Sektor. Jetzt muss ich nur gucken, wie überhaupt der Pilot hier drauf ist. Ich habe hier Crew-Fähigkeiten, Ausrüstung. Also ich habe 5 Sterne. Also das bin ich, keine Panik. Ich muss mal noch den Namen ändern. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Boah, das war knapp. Uiuiui. So, wir haben hier, ja, das bin ich. Der, ja, das ist auch schon wieder so ein Stern. Komisch. Autopilot, erreiche System, gesegnete Vision. Lass mal den Autopilot mal eingeschaltet. Wir fliegen erstmal zurück. Wohin fliegst du? Hä? Hallo? Also manchmal stellt sich der Autopilot irgendwie ganz komisch an. Erreiche System, Anspruch des Pontifex. Erreiche System, frommer Nebel. Teladi, Stufe 17. Ah, 20 Millionen. Wir haben es bald gepackt. Vielleicht bekomme ich noch in dieser Folge noch die Cerberus noch gebaut. Ja, das ist noch ein relativ weiter, weiter Weg. Oh, wir fliegen hier noch. Erreiche System, Oh. sündhaft Ah, ich wollte schon gerade bestätigt. sagen, ich dachte schon, die Teladi-Handelsstation wird hier angegriffen, aber pff, nee. So, Schiffe kaufen. Autopilot, ausgeschaltet. Erreiche Wieso? System, Dreieinigkeit. Oh, wir können sie kaufen. Wieso ist jetzt mein Autopilot ausgeschaltet? Hä? Egal, wir kaufen uns erstmal die Zentau. Tun die mal etwas bestücken. Schiffe kaufen. Ein L, eine Zentau. Schwere Ausrüstung, natürlich fehlen Hüllenteile. Das wird sich hoffentlich demnächst ändern. Wir machen hier einen Plasmaturm hin. Oder einen Hunter Turret. Naja, Plasma, komm, auf geht's. Allrounder. Ja, ein bisschen wendiger soll es schon sein. 8 Millionen, wow. Schilde. Ja, passt. Waffensysteme, Fusionsblaster. Die anderen können wir leider nicht holen. Großkampfschiffe der Republik. Das dauert etwas. Wir nehmen Plasmatürme. Auch wenn diese langsam sind, aber dafür rotzen die ein bisschen mehr Schaden raus. Verbrauchsgüter, Verteidigungsdrohnen. Holen wir welche mit? Täuschkörper kommen weg. Wir holen ein paar Ressourcensonde mit. Erweiterte Satelliten holen wir welche mit. So. Und dann würde ich sagen, in die Einkaufsliste und Bestellung bestätigen. So, und das dauert etwas, bis das Schiff hier fertig ist. Oh, nein. Autopilot eingeschaltet. Autopilot Wir ausgeschaltet. fliegen so hin. Kurz mal nachschauen. Ja, gut, okay. Ich würde erstmal sagen, wir machen hier mal Feierabend. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder, wenn ich hier unten bin. Na, hier in Hevers Zwilling oder beziehungsweise, ja, wir treffen uns hier in Hevers Zwilling wieder. Also, bis denne. Tschüss.